Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt Fragen gestellt auf Instagram, worüber ich mal oder Anregungen gegeben, worüber ich mal Videos machen soll. Und heute geht es um meine Tätowierung. Ja? Ich erkläre euch so ein bisschen, ja, worum geht es bei den Tattoos, was hat das für Bedeutung für mich und ja, das war eure Frage, die möchte ich euch heute ein bisschen beantworten und wir legen auch direkt los. Mein allererstes Tattoo war das auf dem Rücken hier, ja, und da steht Dance like nobody's watching, love like you've never been hurt. Habe ich direkt machen lassen, als ich 18 geworden bin, habe den Termin gemacht, war im Oktober dann direkt dran und das hat für mich ja natürlich eine tiefere Bedeutung als einfach nur just for fun. Ja, Musik und Tanz, ganz klar, ist verbunden in dem Spruch und in dem Notenschlüssel und den Banderolen und so weiter. Ist einfach so ein bisschen, weil das wird mich ewig an meine Jugend erinnern, ja? Und das wird mich ewig an meine erste große Leidenschaft und meine erste große Liebe, das Tanzen, erinnern. Das Tanzen hat mir so viel gegeben in meinem Leben. Und das wollte ich einfach unbedingt irgendwie festhalten. Und der zweite Punkt, Love Like You've Never Been Hurt, das ist zwar die Hälfte, glaube ich, von einem Spruch von Mark Twain, aber Liebe und verletzt werden, es gehört halt irgendwie teilweise so ein bisschen zusammen. Ja, zu lieben, als wäre man niemals verletzt worden oder zu lieben, als würde es niemals wehtun, ist eine Eigenschaft, die auf jeden Fall richtig, richtig stark ist. Liebe war immer so oder ist immer noch meine so eine Lebensmotivation für mich und deswegen unbedingt dieser Satz war einfach das erste, was ich haben musste. Das zweite Tattoo, was ich habe machen lassen, war das hier auf der Brust, Hope. Es war in Holland, es war so eine mehr oder weniger spontane Aktion. Ohne Hoffnung oder ohne Glauben irgendwie ist ein Mensch irgendwie ein bisschen verloren und das ist einfach der Hintergrund dahinter. Und die Federn dazu, Hoffnung ist so ein leichtes, kleines Gefühl und meistens ist Glaube auch so klein, und so, aber Hoffnung fühlt sich für mich leicht an, es ist ein leichtes Gefühl. Vögel haben Federn. Mit diesen Federn, die auch so leicht sind, können Vögel aber fliegen. Versteht ihr die Message, oder? Ja, das dritte Tattoo, was ich mir habe machen lassen, war das hier am Oberarm und das war, als mein Cousin gestorben ist, ziemlich unerwartet, plötzlich ein Autounfall. Das hat mich halt so, ja, einfach total mitgenommen. Deswegen das Bild von der Uhr und der Sanduhr, die dort rausläuft. In der Uhr steht das, die Uhrzeit auf dem Geburtsdatum meiner Mom. Das steht natürlich dann für meine Geburt auch. Die Sanduhr für die Lebenszeit, die abläuft. Die Uhr tickt die ganze Zeit und das vergessen wir leicht. In dieser Banderole hier steht Love each other because lifetime passes too fast. Und ich bin halt der Meinung, dass die Menschen sich zu oft streiten, sich zu oft schlecht zueinander sind und dafür ist eigentlich gar keine Zeit. Tja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Und deswegen dieser Satz und deswegen dieses Tattoo. Und dann ging es weiter mit dem Engel hier unten. Und ich bin zwar nicht sehr religiös, obwohl ich getauft bin und auch mal Messdiener war, aber ich glaube, habe dennoch einen Glauben und ich glaube, dass es sowas wie Schutzengel und so ein bisschen was Höheres schon gibt. Ich hatte als Kind immer so eine Phase, da saß ich auf so einem Apfelbaum vorne bei uns vor der Haustür und habe mit irgendwem geredet, irgendwas. Meiner Meinung nach heute war das mein Engel, mit dem ich dort geredet habe. Das ist die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung gilt auch so ein bisschen der Suche nach dem Menschen für mein Leben. Ich habe mal dieses Wort gehört, ich glaube daran, dass für jeden Menschen ein Engel bestimmt ist. Und das soll mich immer daran erinnern. Ja, anschließend kam dieser Kompass hier. Klar, ein Kompass ist ein Wegweiser, aber noch viel mehr genau in der Mitte vom Arm zwischen Believe in the End, das Ende sozusagen,
und der Geburt ist in der Mitte der Kompass als Symbol dafür, dass wir jederzeit unsere Richtung ändern können. Nichts ist festgeschrieben, nichts bleibt wie es ist und alles verändert sich ständig. Und wir können uns entweder gegen die Veränderung wehren, wir können selber die Veränderung sein oder wir können auch mit dem Fluss gehen. Und wir haben es in der Hand, wir können jederzeit die Richtung ändern. Wir müssen nicht immer stehen bleiben oder uns in Dinge reinzwängen, die wir gar nicht wollen. Wir können alles jederzeit ändern, deswegen der Kompass. Zu den Rosen, ich habe viele Rosen, habt ihr gesehen, zu denen kommen wir später. Hier Schlüssel. Der Schlüssel hat auch zwei Symbole für mich. Einerseits als Schlüssel zu meinem Herzen, aber in der Mythologie hat der Schlüssel auch diese Bedeutung als Schlüssel zur Weisheit. Und Weisheit ist Wissen, was angewandt wird. Um mich daran zu erinnern, dass ich das Wissen, was ich habe, auch anwenden muss. Deswegen dieses Tattoo. Der Kreis, ganz einfach Schutz vor dem Bösen. Wer schon mal so ein paar Vampir- und Geisterfilme oder Supernatural zum Beispiel gesehen hat, die machen so einen Kreis um sich mit Salz und dann haben die Schutz. Wenn man so ein bisschen nachliest, ist der Kreis Schutz vor dem Bösen und ja, das ist auch eigentlich das Hauptsymbol dafür. Ja, dann habt ihr hier den Totenkopf gesehen. Ein Totenkopf steht einfach ja für Vergänglichkeit. Ne? Nochmal doppelt gemoppelt. Und aber auch keine Angst vor dem Tod haben. Zumindest vor meinem eigenen nicht. Weil wenn andere Menschen sterben, ist es schon nochmal was anderes. Da komme ich. Ich check zwar, dass es zum Leben gehört und so und dass man es nicht verhindern kann, aber dennoch ist das halt hart und ich glaube, da kämpft jeder von uns mit, das zu akzeptieren, damit einen Umgang zu finden. Ja, und nicht zu guter Letzt Thorns and Roses. Ihr habt gesehen, jede Menge Rosen und Dornen an meinem Arm. Ganz einfach, Rosen sind etwas Schönes, Dornen tun weh. Beides gehört zusammen. Es ist praktisch wie Yin und Yang. Also es gibt immer das Schöne, im Schönen gibt es auch etwas Hässliches oder Schlechtes oder was weh tut. Und in allem, was gut tut, gibt es auch was einem weh tut. Keine Dunkelheit ohne Licht, kein Kalt ohne Warm. Ne? Also es ist dieser Widerspruch immer und es gibt immer beides und es geht immer so im Leben. Immer hoch und tief und es gibt nicht nur schön, es gibt nicht nur gut, es gibt alles immer im Wechsel. Und deswegen, ja, Rosen und Dornen. Schöne Rosen, die man sehen kann, anfassen kann. Aber Achtung, die können auch wehtun mit den Dornen. So, ich glaube, ich habe alles erzählt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen zu irgendwelchen Details habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen, Leute. Ich kriege immer gesagt, ich muss das öfter sagen. Aber ich hoffe einfach, dass ihr von alleine abonniert, wenn euch das gefällt, was ich mache. Viele werden wahrscheinlich fragen, hast du noch mehr vor zu tätowieren? Ja, definitiv. Ich will das alles hier noch verbinden. Ich will noch den Rücken weiter voll machen. Ich habe jede Menge vor, aber weil ich immer so viel Sport mache und dann will ich keine großen Bilder tätowieren. Und ja, da kommt aber demnächst noch was und ich nehme euch mit Sicherheit mit, wenn ich mein nächstes Tattoo machen lasse. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin. Ciao.